True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und schon sind wir wieder mittendrin in einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast, sie ist die inzwischen dreifache deutsche Meisterin, die schnellste Deutsche über 400 Meter Hürden seit 15 Jahren und hat ihr Ticket für Tokio bereits sicher. Herzlich willkommen, Carolina Krawczyk. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich kann mich noch sehr gut an unser erstes Interview erinnern. Das war nämlich im Jahr 2019 und damals in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Da warst du gerade zum ersten Mal zum Gold über 400 Meter Hürden gestürmt. Und ich kann es dir heute verraten, aber ich musste auf der Tribüne erstmal meine Suchmaschine anwerfen. Und damit war ich unter den Journalisten da auf der Tribüne bei weitem nicht allein. Aber ich glaube, nicht nur wir waren damals überrascht, sondern ich kann mich noch an deine großen Augen erinnern, die alles irgendwie ja gar nicht fassen konnten. Und du sagtest auch, jetzt wie WM, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Erinnerst du dich noch an die Caro von damals? Ja, natürlich. So lange ist ja auch gar nicht her. Ja. Und Berlin bleibt einfach für immer, glaube ich, für mich einzigartig. Weil es war einfach für mich eine totale Überraschung. Der Sieg, die Zeit, die WM. Qualifikation, das ist einmalig und das wird sich auch, glaube ich, so in diesem emotionalen Bereich auch nicht mehr wiederholen. Und ich war total aus dem Häuschen. Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und da ging es auch schon los mit Interviews etc. Und Wahnsinn einfach. Ja, 2019 dein erstes Siegerinterview. Inzwischen hast du diverse andere Interviews geführt und bist eine gestandene Hürdenläuferin. Wie hat sich denn dein Leben seitdem insgesamt so verändert mit dieser neuen Rolle? Ja, ich muss mich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ehrlich gesagt. So von meinem Hintergrund, ich bin eigentlich hier im Dorf aufgewachsen und natürlich mache ich schon seit jahrelang Leichtathletik, aber so wirklich dann präsent zu sein und jetzt hier deutsche Meisterin zu sein, da musste ich mich auch erstmal finden und mich da zurechtfinden auch in dem ganzen Trubel. Ich denke, ich habe es ganz gut gemeistert inzwischen hat sich einiges geändert, weil einfach mehr Leute einen kennen, sage ich jetzt mal, nicht nur hier im Dorf, sondern auch ein paar Umkreise weiter. Und jetzt natürlich auch mit den Qualifikationen für Tokio und Braunschweig noch mehr Interesse. Es freut mich über jede einzelne Nachricht, die dann kommt mit Glückwünsche, aber auf der anderen Seite überrumpelt einen auch geschwind, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss da auch erst wirklich reinwachsen. Das habe ich dann eigentlich erst wirklich gemerkt von der Umstellung 2019 auf 2020, wo ich dann da ja als Titelverteidigerin angereist bin. Und ich hatte damals in einem Interview hier noch gesagt, einen ersten Titel zu gewinnen ist einfacher wie ihn zu verteidigen eigentlich. Weil man steht da und hat den eigenen Druck, den man sich natürlich macht, wenn man ehrgeizig ist und sich Ziele vorgenommen hat. Aber natürlich wird man auch präsentiert und vorgestellt als Titelverteidigerin und hat da natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit. Und das fand ich da eigentlich für mich persönlich so der schwerste Moment, das Ganze umzustellen. Und jetzt bin ich aber ganz happy mit meiner Position, sage ich mal, bin zufrieden, bin fein damit und komme auch ganz gut damit klar, ja. Du bist ja nämlich auch erst 2018 überhaupt auf die Stadionrunde gewechselt. Davor warst du ja auf den 100 Metern Hürden zu Hause mit vergleichsweise mäßigerem Erfolg, sage ich jetzt mal, ohne das irgendwie werten zu meinen. Aber da lag deine Bestzeit bei 13,84. Mhm. Was hat damals den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, 400 Hürden, vielleicht doch? Das war nicht ich. Also ich wäre, glaube ich, damals nie auf die Idee gekommen, eine ganze Runde zu laufen. Sondern das war mein Trainer, der Werner Stehl, der damals gesagt hat, Caro, komm, versuch doch mal die längere Läufe über die Hürden, die 400 Meter. Und meine Reaktion war damals schon, eine ganze Stadionrunde. Und als Sprinter sieht es immer so weit aus. Mhm. Und natürlich wusste man ja auch, dass bei 400 Meter das Laktat ansteigt und es echt eine harte Strecke ist. Bin 2016, habe ich den Verein gewechselt, bin dann in die Trainingsgruppe zu Werner Späth gekommen und habe da mit Nadine Hildebrand auch noch trainiert und Sabrina Lindemeyer.
die ja beide von den Kurzschritten kommen. Und da habe ich ganz gut reingepasst. Aber natürlich im Vergleich zu Nadine sah man sehr große Unterschiede. Und genau, und bei Tempoläufe hat sich einfach mein langer Schritt bewährt, wo der Werner dann auch gleich gesehen hat. Und genau, ich habe dann aber immer noch in einer Saison die Kurzschritten probiert und wir haben allmählich mal längere Läufe gemacht und er hat mich sozusagen dorthin geführt. Und 2017 bin ich damals auch im Fliethausen schon 300 Meter Hürden gelaufen, aber parallel aber noch die Kurzschritten gemacht, weil ich einfach noch nicht mit meinem ganzen Körper Ja sagen wollte zu den langen Hürden und immer noch so das Sprinterherz in mir gepocht hat. Dann hatte ich aber leider einen Bänderriss und musste dann vorzeitig die Saison beenden. Und 2018, als wir dann wieder gestartet sind, habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich einfach die Langhürden. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch noch nicht, also 26, nicht so alt, aber es ist eher so untypisch, dass man in diesem Jahr Mitte 20 eigentlich noch umsteigt, sage ich jetzt mal. Und habe dann auch gewusst, okay, jetzt oder nie so auf die Art. Und ja, und dann haben wir angefangen, das Training war hart natürlich. Und 2018 dann bei den Deutschen Meisterschaften 400 Meter Hürden dann auch direkt ins Finale. Für mich war das ein bisschen Erfolg natürlich, weil du hast recht, im Vergleich zu den Kurzhürden, ja, sieht man natürlich auch eine 13,84, ist nicht so schlecht, aber reicht natürlich nicht, um vorne mitzulaufen. Und bei den 400 Meter Hürden hat es gut geklappt und dann damals den dritten Platz schon belegt. Und ja, und da habe ich dann gemeint, okay, vielleicht ist doch meine Strecke. Und seitdem bin ich bei den 400 Meter Hürden geblieben, ja. Jetzt, wo du diese beiden Strecken natürlich auch sehr gut vergleichen kannst, sind das Disziplinen, die auch unterschiedliche Charaktereigenschaften erfordern? Ich glaube, nicht so arg. Ich glaube, im Leistungssport selber hat man ungefähr die gleiche Charakterzüge. Jeder ist zielstrebig, ehrgeizig, muss natürlich immer an sich arbeiten und seine Ziele erreichen. Und es sind ja beides mal Hürdentechnik-Einheiten sozusagen oder ja, läuferische Technikeinheiten. Und von dem her, das war das Positive vielleicht bei mir auch, dass ich an sich keine Angst vor der Hürde habe oder eine gute Hürdenüberquerung schon mitgenommen habe von der Kurzhürde. Das hat mich hat mir einiges erleichtert, weil ich immer wusste, okay, wenn die Hürde kommt, ich kann damit umgehen. Das Einzige ist, glaube ich, was sich vielleicht so unterscheidet, wäre, dass man einfach bewusst ist bei den 400 Meter Hürden, man muss das eingehen, dass man sich quälen muss im Training. Da merkt man natürlich schon noch, die Umfänge sind anders wie bei den Kurzhürden, auch wenn man sich da auch zwingen muss, vielleicht mal einen Tempolauf zu machen etc. Und da natürlich auch an seine Grenzen geht, aber bei 400 Meter Hürden geht man halt noch mehr in den Laktatbereich und da tut natürlich noch mehr weh. Hast du dich denn seitdem charakterlich verändert? Vielleicht auch über den Erfolg, aber halt auch über das veränderte Training. Kannst du das irgendwie so festhalten für dich? Ich würde sagen, ich bin immer noch die Kau und Dame. Es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie man einfach selber aufgewachsen ist. Und hier in meinem Freundeskreis oder auch Familie bin ich immer noch dieselbe. Also da will ich mich auch nicht verändern. Ich glaube, das Einzige, was so einfach mit der Entwicklung kommt, dass man sich andere Ziele setzt, vielleicht auch anders sich wahrnimmt oder Priorität natürlich auch setzt, zu sagen, okay, jetzt bin ich auf diese Ebene gekommen, habe mich da hochgekämpft und jetzt muss ich vielleicht doch nochmal eine Priorität ändern oder nochmal was anderes wahrnehmen oder ja, ich glaube, da macht man einfach eine Entwicklung mit und geht diesen Schritt einfach mit, aber mir war immer wichtig, dass ich immer noch die gleiche bleibe und jetzt, ja, jetzt nicht irgendwie abhebe oder so und vom Leben her hat sich eigentlich so im Großen jetzt auch nichts geändert. Klar, es kommt immer wieder neue Veränderungen dazu, gewollt und ungewollt und die muss man dann einfach in Angriff nehmen und wichtig ist immer, ja, positiv zu bleiben. Das ist dir bislang auch sehr gut gelungen, auch wenn ich gerade an dein Rennen in Braunschweig denke. Also im Vorlauf hast du da schon eine Wahnsinnszeit auf die Bahn gebracht, aber es fehlten noch so ein paar Hundertstel zur Olympianorm, die du dann am Tag danach dir abgeholt hast. Dabei bist du ja im Leben neben dem Sport Lehrerin in der Grundschule für Deutsch und Sport, wenn ich da richtig informiert bin. Wie verbindest du denn diese beiden Welten? Ja, ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, mir war eigentlich von Anfang an wichtig, dass ich was neben dem Sport mache. Ich war nie die Person, die gesagt hat, jetzt nur noch Leistungssport, hat sich eigentlich schon abgezeichnet während dem Abitur.
habe ich nebenher auch noch trainiert. In Karlsruhe habe ich Abitur gemacht. In Stuttgart habe ich zweimal die Woche im Stützpunkt trainiert. Und danach habe ich mein FSJ gemacht, weil ich nicht gleich Lust hatte, gleich zu studieren. Und das war eine sehr schöne Zeit, weil da konnte ich gut, gut organisieren, dass ich vormittags mit den Kindern Sport mache, im Kindergarten und auch in der Grundschule, und nachmittags für mich trainieren konnte. Und dann habe ich aber auch mein Studium Grundschullehrerin begonnen in der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und habe da jetzt schlussendlich das dann in der Regelstudienzeit durchgezogen. Das war von Anfang an eigentlich jetzt nicht meine Absicht, aber es hat sich irgendwann so abgezeichnet. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich auch noch vollends durchziehen. Und ja, das hat bisher eigentlich immer gut geklappt, würde ich sagen. Natürlich durch das Verständnis auch von Freunde, Familie, weil man muss dann schon sich gut organisieren und auch dann Prioritäten setzen, zu sagen, okay, jetzt im Moment vielleicht eine Prüfungsphase, ist wirklich nur Uni und Sport und sonst geht es gerade halt nicht. Aber ich sag mal, es ist ja immer alles absehbar. Gerade im Studium weiß man, die Prüfungsphase dauert vielleicht einen Monat und dann kann man das gut vereinbaren. Und das Glück vielleicht auch mit dem Sport war auch, in unserer Trainingsgruppe haben wir sowieso immer erst nachmittags oder abends trainiert, weil Nadine ja auch gearbeitet hat, Sabrina hat gearbeitet. Bei uns in der Trainingsgruppe ist es dann so normal, würde ich jetzt sagen, dass jeder was neben dem Sport macht. Und das finde ich eigentlich ja ganz gut, weil das jeder dann Verständnis dafür hat und wir gut kommunizieren konnten, wenn auch mal was dazwischen kommt oder man halt mal das Training verschieben musste. Da sind wir halt flexibel, weil wir ja nur 3 Mädels waren, die trainiert haben. Und nach dem Studium musste ich dann aber sagen, das war dann alles 2019, bin ich ja vor Berlin noch ganz fertig geworden mit meinem Master. Und hat mein Master noch während der Saison geschrieben und alles wirklich und alles gepasst. Und dann habe ich, vor Berlin war ich fertig und habe dann natürlich ganz viele Urlaube geplant, weil ich dann das erste Mal ein Semesterferien frei hatte, keine Hausarbeit schreiben musste und gedacht habe, ja, nach dem Deutschen gehe ich erstmal ganz oft in Urlaub. Dann kam natürlich alles anders, war dann auch okay. Und dann war hast du Urlaub in Doha gemacht? Genau, ne? Ja. Wir haben danach, nach dem Deutschen, sind wir gleich nach Österreich gefahren mit Freunden, war sehr schön. Hab da dann angerufen in Schladming, da kann ich mich dran erinnern, und hab gefragt, ob die einen Sportplatz haben und auf dem ich trainieren kann. Und dann bin ich vormittags, habe ich in Schladming auf einer Rundbahn trainiert. Hütten gab es nicht, aber dann war auch in Ordnung. Und während meine Freunde noch schön ausgeschlafen haben, oben im Chalet, und habe ich schon unten trainiert und mittags haben sie mich abgeholt und dann sind wir los und sind wandern gegangen. So muss man das einfach, glaube ich, managen. Und das war dann natürlich auch schön. Und dann war Doha und danach dann auch nochmal Urlaub mit meinem Freund zusammen. Ich glaube, das ist einfach so eine Mischung von beiden. Also es gibt bei mir nicht nur den Sport, aber es gibt auch noch nicht nur das Berufliche, sondern man muss irgendwie vereinbaren. Mir persönlich tut es ganz gut. Ich finde mich da wieder, weil ich muss sagen, Lehrerin zu sein war schon immer mein Lieblingsberuf, mein Traumberuf. Und deswegen habe ich mich dann auch zusammengesetzt mit meinem Trainer zu sagen, okay, jetzt habe ich mein Studium beendet. Dann mit Doha war ganz neue Ebenen, so ja, dann Tokio nächstes Jahr damals ja noch geplant. Und dann zu sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Eigentlich gehört es noch Referendariat dazu. Und da musste ich aber sagen, da war es erst mal, wo ich dann überlegt habe, das Referendariat ist dann nochmal ein Stück weit stressiger, man kann nicht so flexibel planen. Im Studium habe ich da sehr viel Freiräume gehabt, weil ich bestimmen konnte, welche Vorlesung ich wann besuche. Konnte man immer schauen, okay, wie passt zum Trainingsplan? Und im Referendariat geht es natürlich nicht mehr, da hat man den Stundenplan und dann muss man schauen, wie es dann passt mit dem Sport eher. Und dann hat mein Trainer gesagt, Caro, das ist ja immer alles durchgezogen und das machst du jetzt. Und und dann habe ich es gemacht. Und ich muss aber auch sagen, hier in Baden-Württemberg hat man die Unterstützung vom Kultusministerium, wenn man im Bundeskader ist. Und das ist ein Förderprogramm, sage ich jetzt mal. Und damit, das war eine große Erleichterung für mich, weil ich meine Stunden, die ich dann in der Schule gearbeitet habe, war ich da. Falls ich aber mal nicht da war, wegen Wettkämpfen oder Trainingslagern, wurde das personell ausgeglichen. Das heißt, ich musste kein schlechtes Gewissen haben, dass wegen mir jetzt
Schüler nicht lernen können oder irgendwelcher Unterricht ausfällt. Und allein diese Gewissheit wusste ich, okay, wenn ich weg bin, bin ich weg und dann mache ich Sport und wenn ich dort bin, bin ich in der Schule. Und das war echt schön und somit konnte ich dann mein Referendariat jetzt gut absolvieren. Klar, dann kam Corona, es war dann alles ganz anders nochmal wie geplant. Aber schlussendlich bin ich ein Mensch, der immer auch was für den Kopf braucht und das auch für wichtiger achte und dann auch abschalten kann und sagen, okay, jetzt bin ich in der Schule, jetzt bin ich im Sport. Und somit, ja, habe ich bisher das immer gut führen können und war damit echt happy. Wobei man auch immer wieder sagen muss, es ist nicht so einfach, es ist, gehört schon viel dazu. Man muss wissen, was man da tut und dass es viel Zeit beansprucht. Und ja, aber jetzt kann ich sagen, ja, bin ich offiziell Grundschullehrerin und habe es geschafft, meine Ausbildung ist fertig und starte nächstes Jahr dann auch als Lehrerin. Der Leistungssport war ja nicht Plan A in deinem Leben eigentlich, ne? Sondern das war ja wirklich eher so die Schullaufbahn. Oder kannst du das gar nicht so konkret sagen, sondern bist eher ein Mensch, der so Sachen auf sich zukommen lässt? Ja, also ich würde schon so ein bisschen unterschreiben, dass es nicht Plan A war, weil es, ja, es hat sich eigentlich eher so entwickelt, seit 2019, sage ich jetzt mal. Davor habe ich meinen Sport gemacht, natürlich jeden Tag auch trainiert und so, war erfolgreich auf Landesebene, so etc., würde ich jetzt mal betonen. Aber auf deutscher und nationaler Ebene war ich ja damals noch nie, auch im Jugendalter nicht, war in keinem Elfkader oder so. Von dem war, ja, habe ich immer meine Schule gemacht, meine Ausbildung. Und ich, vielleicht wurde ich auch so erzogen, es ist wichtig, dass man was hat. Wir sind ja nicht hier beim Fußball, wo wir sagen können, ja, wir sparen uns das hier mal an, sondern man muss dann gucken, wie man dann auch zurechtkommt, weil im Sport kann ja auch schnell was passieren und dann ist, sag ich mal, Anführungszeichen vorbei. Und das war mir immer wichtig, dass ich da weiß, okay, da bin ich irgendwie sicher und habe meine Ausbildung. Und ja, vielleicht kommt es aber auch dazu, dass ich schon immer diesen Weg gegangen bin. Und der Leistungssport kam dann einfach dazu, sagen wir es mal so. Und ja, also es war von vornherein klar, dass ich Lehrerin werden möchte. Und natürlich rollt man auch als Kind oder als Jugendliche, wenn man, also ich habe schon immer leichtathletisch gemacht, von klein auf. Und natürlich hat man da gesagt, ah, wie schön wäre es mal da Olympia zu sein. Aber es war einfach ein Traum, und der eigentlich nie so wirklich greifbar war oder wo ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass es in Wirklichkeit mal passieren könnte. Und ja, und jetzt ist es passiert. Ja. Wie bist du denn dann so reingekommen in dieses Leistungskonzept? Also dieses ganze Konstrukt aus Trainingslager, Kadermaßnahmen, Dopingkontrollen und natürlich auch internationale Einsätze. Hast du dich da schnell zu Hause gefühlt? Oder anders gefragt, wie hat denn die Spitzensportfamilie dich so aufgenommen? Ja, ganz nett. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Gesichter gekannt. Von dem her war es nicht so fremd, sage ich jetzt mal. Und ja, aber natürlich ist mein erster Moment, ja, habe ich da eher so große Augen gemacht, bin da einfach so reingerutscht, dann auch natürlich so plötzlich, weil ja niemand damit gerechnet hat, gerade 2019 und dann auch natürlich Dopingkontrollen etc. Das war natürlich dann erstmal alles neu. Mhm. Und ja, aber ich muss sagen, ich hatte ein gutes Umfeld. Nadine hat mir sehr alt geholfen, hat mir immer gesagt, wie das abläuft. Mein Trainer hat jahrelange Erfahrung, das heißt, er wusste auch immer Bescheid, das heißt, ich konnte mich da immer bei Frage an die Person wenden. Und ja, und dann in Doha bzw. in Belek ja schon die Vorbereitung ist der Marlon Odo mitgegangen. Und der war früher, also bei dem habe ich jahrelang trainiert in Stuttgart. Von dem her war da wieder eine Person dabei, die ich kannte. Und es gab einem einfach eine Sicherheit. Und das fand ich sehr, sehr schön natürlich. Und ich wurde gut aufgenommen, würde ich jetzt mal sagen. Und inzwischen ist man Teil davon und ja, fühlt sich gut an. In Doha warst du ja dann praktisch total frisch auf dieser ja, Spitzensportbühne, weil du hast es gerade schon gesagt, in der Jugend hattest du einfach noch keinen internationalen Einsatz. Ja. Du bist dennoch trotzdem also direkt durchmarschiert ins Halbfinale. So diese Unbekümmertheit, dieses ja, einfach mal machen. Ist das so typisch Caro? Ja, das ist schon, also ja, einfach mal machen jetzt nicht. Das ist nicht einfach. Aber schlussendlich stand ich da und ich kann die Gefühle von meinen Konkurrenten jetzt niemand, klar von den Namen etc., aber ich habe gedacht, ja, ich bin eh nie gegen die gelaufen und ich bin jetzt hier das erste Mal und ich möchte jetzt hier mein Bestes geben.
Und ich habe mich gut vorbereitet gefühlt. Und dann stand ich da und dann mache ich es einfach, weil ich Spaß dran habe, weil ich es gerne möchte, weil ich ja schon ehrgeizig bin und dann aber auch motiviert bin und weiß, okay, ich kann das und jetzt laufe ich das, ich zeige das jetzt. Und dass ich natürlich also das Halbfinale reicht, war dann natürlich noch das i-Tüpfelchen, würde ich jetzt sagen. Hat mich unheimlich stolz und glücklich gemacht. Und dann stand ich da im Halbfinale und hieß, das wusste ich damals, weiß ich immer noch, dieses Jahr German Champion. Und das war dann so, okay, wow. Und das war so mein Wow-Moment. Und dann wollte ich es einfach nochmal das Beste geben. Und es war eine tolle Erfahrung. Und die mich immerhin bis jetzt eigentlich immer noch so begleitet eigentlich, weil ich ja einfach noch nicht diese große Erfahrung gemacht habe. Bei der Team-EM war es ja eigentlich auch erstmal zweiter Einsatz für Deutschland. Und jetzt wäre es dann der dritte, ja. Du giltst ja auch so ein bisschen als der Sonnenschein im deutschen Langhürden-Team. Also Bundestrainer Volker Beck hat mal über dich gesagt, Caro, die tut uns auch alleine aufgrund ihrer Mentalität, ihrer Fröhlichkeit so gut. Bist du ein Mensch, der das einfach so mit sich bringt, so diese Sonne im Herzen? Oder ist das was, woran du auch selber, ja, dich selber erinnern musst oder auch aktiv arbeitest? Ja, also ich glaube schon, ich bin einfach meine Charaktereigenschaft. Ich denke mir, man muss positiv bleiben. Natürlich gibt es Rückschläge. Es gab auch bei mir schon Rückschläge. Und daran wächst man aber. Und zu sagen, okay, jetzt ist mal blöd oder ist echt doof gelaufen. Und natürlich gibt es auch Rennen, wo es nicht immer gut läuft und auch im Training. Aber es bringt dann immer wieder weiter. Und man muss immer sein Ziel wieder vor Augen führen, zu sagen, okay, ich mache das, weil ich möchte das und das erreichen. Und schlussendlich sollte man vor allem die Freude nie dran verlieren und die Begeisterung für den Sport und für das, was man macht. Und ich glaube, wenn so, das Feuer muss so ein bisschen einbrennen und ich mache es gerne, ich freue mich und versprühe gern positive Energie oder gute Laune. Und Gibt es denn auch Momente, die dich aus der Fassung bringen? Natürlich gibt es Momente. Wenn mal ein Wettkampf nicht gut läuft, beziehungsweise ja, nicht nur ein Wettkampf, sondern generell, wenn man persönlich sein Ziel nicht erreicht hat, wenn man weiß, es müsste ganz anders laufen, es läuft nicht anders, dann ist man einfach schon innerlich angespannt. Ich selber merke das natürlich dann auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen kann, ist, ich bin eine Person, eine Athletin, die nicht immer in einem Wettkampf so einsteigt und direkt Bestzeiten läuft. Ich brauchte echt ein paar Rennen, um reinzukommen. Das war dieses Jahr genauso wieder. Und natürlich war dann schwere Bedingungen mit Sturm und Wind und alles Mögliche, Regen. Aber das ist mal nebensächlich. Man möchte dann die Zeit laufen und läuft sie dann halt nicht. Und dann zweifelt man an sich schnell. Ich bin auch eher dann ungeduldig, möchte dann erreichen eigentlich. Und schlussendlich baut man sich dann einen Druck auf und es bringt eigentlich gar nichts. Und dann lag ich da beim Physio zum Beispiel. Mein Physiotherapeut, da habe ich ein sehr gutes Verhältnis, kenne ich schon Ewigkeiten. Und der hat gesagt, Caro, du bist ja sonst immer so locker und du machst es, weil du es gern machst. Und so musst du es einfach annehmen. Es bringt nichts, sich verrückt zu machen und das stimmt. Und da habe ich gedacht, genau, ich bin eigentlich nicht diejenige, die sich jetzt da verrückt macht und da in den Loch fällt und negativ denkt. Und das war nach Dessau. Und in Polen bin ich an den Start und habe gedacht, ja cool, ich habe hier das Deutschland-Trikot an und ich zeige jetzt, was ich kann. Und dann ist direkt losgegangen und hat gepasst in die richtige Richtung, ja. Und wie bist du so als Lehrerin? Was meinst du, wie deine Schüler dich beschreiben? Im Klassenzimmer haben wir immer, ist mir wichtig, dass wir auch viel lachen und uns allen gut geht. Aber gleichzeitig sind wir ja auch nicht nur da, um Spaß zu haben, sondern wir wollen auch in der Schule irgendwas erreichen. Ich habe einen Bildungsplan, den muss ich umsetzen. Das ist meine Aufgabe als Lehrerin und nicht nur die Klasse, sondern auch in der Schule gesamt. Dann natürlich jetzt im Referendariat mit dem Seminar hat auch noch Anforderungen an einen selber. Aber ich denke, so die Schüler würden mich vielleicht so eher beschreiben als lockere, freundliche, strenge Lehrerin. Mhm. Also mir gibt es auch schon Regeln und Konsequenzen natürlich, gerade auch im Sportunterricht, das ist natürlich wichtig. Es gibt den Kindern auch einen Rahmen zu wissen, okay, wo können sie sich bewegen, was ist zulässig, was nicht. Und es gibt ihnen ein Stück Sicherheit und gibt den Rahmen auch im Unterricht vor. Und
Ja, so würde ich, glaube ich, denken, dass meine Schüler mich beschreiben. Im Sport bist du ja abseits deiner Fröhlichkeit auch noch bekannt für deine mutige Renngestaltung. Ich glaube, unter der Konkurrenz bist du damit wahrscheinlich auch gefürchtet. Meinst du, ist, dass Mut eine Eigenschaft ist, die ein Spitzensportler zwingend mitbringen muss? Ich weiß nicht, ob Mut so der richtige Ausdruck ist. Ja, man sieht es immer, dass es mutig ist, aber ich empfinde das gar nicht, dass ich so mutig extrem anlaufe, sondern ich denke eher, ich weiß, ich kann vorne schnell laufen und ich weiß aber auch, wenn ich vorne langsamer angehen würde, kann ich hinten nicht mehr packen. Das heißt, für mich ist ganz klar, um eine gute Zeit zu laufen, um mein Rennmodell durchzubringen, muss ich vorne anlaufen. Und das hat bei mir eher, also für mich persönlich, eher weniger mit Mut zu tun, sondern einfach, okay, das ist ein Muss, sage ich jetzt mal, für mich, für mein Rennmodell, für meinen Weg. Und deswegen würde ich eher sagen, Mut, ja, man braucht Mut, um da reinzugehen, um mit dem Druck umzugehen, um mit um das Ziel auch zu erreichen und sich nicht irgendwo zu verstecken. Aber glaube ich eher, man braucht die Charaktereigenschaft, stark zu sein und zielstrebig und ehrgeizig, würde ich eher sagen. Weil das sieht Komponenten bedingen dann eigentlich, dass man mutig anläuft, weil man weiß, okay, ich habe dein Ziel, ich nehme mir das und das vor und deswegen setze ich das jetzt um. Wie schaffst du es denn zwischen diesen beiden Polen, die ja auch sehr herausfordernd sind, also Spitzensport und auch die schulische Aufgabe, da einfach auch so Pausen für dich reinzubauen, also die dir auch die nötige Ruhe und Gelassenheit geben, die du ja auch brauchst, um Topleistungen zu bringen. Hast du da irgendwie für dich einen Weg gefunden, der das möglich macht? Ich muss sagen, das war so mit der schwierigste Weg für mich, weil ich einfach, ja, also ich bin ja so eine Aufgeweckte, ich muss immer was tun und machen und daran habe ich echt an mir gearbeitet, an diese Ruhe und runterzufahren. Ich habe da auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet und da wurde mir eigentlich erst so richtig bewusst, wie wichtig das ist, Regeneration auch mitzunehmen und Regeneration ist genauso wichtig wie Leistung zu bringen. Und das wurde mir da eigentlich erst so wirklich in den letzten 1-2 Jahre bewusst und daran habe ich verstärkt an mir gearbeitet, zu sagen, okay, jetzt ist erstmal wieder Ruhe, jetzt trinke ich hier meinen Kaffee in Ruhe, denk mal, versuch mal an nichts zu denken. Und das ist natürlich auch schwierig mit dem Komponente zu wissen, okay, ich bin jetzt morgens in der Schule, komm nachmittags heim, muss was essen, muss vielleicht noch was vor- und nachbereiten oder korrigieren, fahr dann, ich habe einen längeren Anfahrtsweg ins Training, also ich fahre schon so eine Dreiviertelstunde ins Training nach Sindelfingen, sitze dann da im Auto, trainiere 2,5 Stunden, fahre wieder eine Dreiviertelstunde zurück, dann ist abends, dann esse ich was und eigentlich ist dieser Haufen von Sachen, die mit Schule für morgen noch gemacht werden müssen, immer noch da, dann muss man das noch machen, das noch duschen etc., und dann ist aber auch schon Schlafenszeit, weil man muss so ungefähr 8 Stunden schlafen und so. Also bei mir ist der Tag schon sehr durchgetaktet, beziehungsweise die ganze Woche. Und da musste ich Zeit schaffen für mich. Es gelingt mir auch nicht immer, das merke ich dann auch. Für Zeit für mich bedeutet nicht nur, dass ich jetzt einfach nur hinlege und ein Buch lese, sondern auch Füße einplanen, chiropraktische und Behandlungen etc. Und natürlich aber auch Zeit für Familie und Freund, muss man ja auch immer sehen. Und das war so der schwerste Punkt für mich persönlich, würde ich jetzt mal sagen, zu wissen, okay, es gibt einiges zu tun, aber jetzt ist jetzt mal 10 Minuten Pause, unterkommen und dann geht's weiter. Das ist extrem wichtig und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo auch öfters mal vernachlässigt wird, weil im Leistungssport steht natürlich die Leistung, wie es ja auch im Wort inbegriffen ist, in vorderster Stelle. Aber es gehört genau dazu, zu sagen, okay, jetzt ist hier meine Pause, mein Körper braucht das, meine Psyche braucht das, so die Seele braucht es auch einfach und dann geht es morgen wieder weiter. Und in Kombination natürlich mit Beruf etc. Muss da jeder seinen Weg finden, wie man das natürlich dann auch schafft. Ja. Heute bist du ja eine gestandene Nationalmannschaftsathletin, also wenn wir jetzt mal auf Doha im Vergleich jetzt zu Tokio schauen. Was meinst du, inwiefern werden sich diese Olympischen Spiele schon von der WM unterscheiden? Alleine schon, was deine Aufregung und so weiter angeht. Ich glaube, es unterscheidet sich einfach, weil es die Olympischen Spiele sind. Es sind einfach die Olympischen Spiele. Das ist das größte Sportereignis. Es war schon immer ein Kindheitstraum. Jetzt geht er in Erfüllung. Und dann geht man natürlich mit einer ganz anderen Motivation hin und mit einem anderen Gedanken, sage ich jetzt mal.
Und in Doha war es natürlich mein erster Einsatz und ich war ganz aufregend, was da jetzt alles passiert und wie das läuft. Und bei der Akkreditierung hat es schon angefangen, was muss ich überhaupt mitnehmen? Und da war ich froh, dass ich, dass der Herr Beck mir das alles gesagt hat und mich das ein bisschen an die Hand genommen hat. Und jetzt weiß ich zwar schon, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, wie es läuft, aber natürlich ist man aufgeregt, weil man einfach jetzt dabei ist, ein Teil davon ist. Und schlussendlich denke ich aber, das Ganze setzt sich bei mir in Vorfreude einfach um und in Lust, da jetzt zu laufen in dem Stadion und dabei zu sein und da wirklich jetzt bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Diese 54,89 Sekunden, die du in Braunschweig gelaufen bist, das ist ja die schnellste deutsche Zeit seit 2006, also seit Claudia Marx, die in Göteborg gelaufen ist. Hatte das ein neues Selbstbewusstsein gegeben? Ich würde sagen, im ersten Moment habe ich die Zeit überhaupt nicht realisiert, ehrlich gesagt. Und für mich war erstmal so, wow, Olympia noch. Das war für mich einfach so, okay, geschafft. Auf das habe ich hingearbeitet. Jetzt kann ich ein Häkchen dran machen. Und die Zeit hat so wirklich gedauert bei mir, dass ich begriffen habe, okay, das ist eine 54er Zeit. Ja, so verändert in dem Sinn oder mehr Selbstbewusstsein. Ja, auf der anderen Seite auch nicht wirklich, weil ich immer denke, ja, jetzt bin ich das einmal gelaufen, aber ich muss es ja auch mal wieder laufen. Und bei jedem 400 Meter Hürdenrennen kann eine Überraschung kommen. Und generell bei der Leichtathletik, glaube ich, kann man nie wirklich sagen, man kann immer die Zeiten abspulen. Deswegen glaube ich, ja, ich kann mit gestärktem Brust nach Tokio reisen, aber trotzdem weiß ich, es gehört einiges dazu, die Zeit zu laufen und man läuft sie auch nicht einfach so, deswegen, das bin ich mir bewusst. Deswegen würde ich sagen, ja, auf der anderen Seite weiß ich, okay, ich kann schneller laufen, wie ich eigentlich mal gedacht habe. Deswegen war ich auch so überrascht im Ziel, dass da wirklich ein 54er-Zeit steht. Ich habe eher so mit einer 55er gerechnet. Und jetzt aber auch zu sagen, okay, ich kann das laufen, aber trotzdem zu wissen, okay, da gehört schon noch was dazu, um das wieder auf die Basis zu bringen. Deswegen würde ich jetzt nicht so von verstärktem Selbstbewusstsein reden, sondern eher von, ja, der Bestätigung, dass ich das kann, aber gleichzeitig auch, okay, Motivation an mich selber, das will ich natürlich nochmal selber laufen und dann nochmal vielleicht am besten in Tokio die Zeit nochmal angreifen. Das wäre so. Ja, war schön. Ich habe ja mal so in alte Ergebnislisten geguckt vor unserem Gespräch, ne? Und in Rio hätten 54,99 für den Einzug ins Finale gereicht, in Doha 54,52. Ich meine, klar, an dem Tag zählt sowieso dann die Tagesform, bei allen anderen ja auch. Aber mit welchem Ziel im Hinterkopf fährst du denn Richtung Tokio? Also mein Ziel ist erstmal, glaube ich, ins Halbfinale zu kommen. Ich bin eher so die realistische Person und denke mir so, ja, mit der Zeit, natürlich kann man das jetzt sehr, sehr schön hochrechnen und da natürlich philosophieren, was denn alles möglich wäre. Aber ich denke mir immer so, okay, es sind immer noch die Olympischen Spiele. Jeder muss es da erstmal abrufen können. Auch ich muss es da erstmal abrufen können. Und realistisch ist für mich das Halbfinale. Das ist mein großes Ziel. Damit wäre ich super zufrieden. Finale, davon möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich sprechen. Es hat sich, sieht man ja auch jetzt von Rio auf Doha einiges getan in der Weltspitze bei 400 Meter Hürden. Die Mädels werden immer schneller und schneller. Deswegen würde ich jetzt davon vom Finale so daran gar nicht sprechen. Sondern auch einfach den Druck mir da wegnehmen, zu sagen, ich müsste da jetzt im Finale laufen oder wie oder was, sondern einfach zu sagen, ich persönlich bin zufrieden, wenn ich im Halbfinale bin, kann dann sagen, ich bin Top 24 der Welt bei den Olympischen Spielen und das ist für mich ein riesengroßes Ereignis, weil es einfach, es sind die Olympischen Spiele, man ist dabei und dann ins Halbfinale zu laufen und dort natürlich eine super Zeit zu laufen, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Und wenn es weitergeht, sage ich natürlich jetzt auch nicht nein. Aber ich bin, glaube ich, nicht so die Person, die jetzt sagt, ich will jetzt da ins Finale. Ich glaube, jeder Sportler, der da startet, möchte sein Bestes geben und ist da motiviert. Und deswegen steht das für mich eigentlich eher so im Vordergrund, eine gute Zeit zu laufen und sein Bestes in dem Moment zu geben. Und dann sehen wir mal, wie weit es dann kommt und wie weit es dann reicht, ja. Nach Braunschweig hatte deine Klasse ja ein Gedicht geschrieben. Was glaubst du, was bereiten die denn wohl für die Olympischen Spiele vor? Ja, das habe ich echt im Herzen gerührt, weil es einfach so süß ist.
hat mich dann auch stolz gemacht, dass ja, dass sie das im Deutschunterricht mitgenommen haben, zwecks Palmen. und ja, leider sehe ich meine Schulklasse nicht mehr nach den Olympischen Spielen. Sie schauen natürlich alle dann Olympia, das haben sie schon gesagt. Sie würden auch nachts für mich aufstehen, haben sie gemeint, weil ich ihnen erklärt habe, dass es ja Zeitverschiebungen gibt, etc. Wir haben sie auf der Landkarte angeschaut. Wir haben gesprochen, was Akklimatisierung bedeutet. Also meine Kinder wissen Bescheid. cool. Und sie drücken mir bestimmt ganz fest die Daumen, das weiß ich. Abseits deiner sportlichen Ziele, welche Visionen und Wünsche hast du noch so für dein Leben? Ah, das ist eine gute Frage. Man wird eigentlich immer so ja, sportlich gesehen und privat würde ich sagen, Ziele einfach zufrieden sein mit sich selber, zu sagen, okay, ich habe bisher in meinem Leben ja alles das gemacht, was mich so ein bisschen erfüllt hat, wo ich stolz drauf bin und natürlich dann auch nicht nur die Zufriedenheit, natürlich auch glücklich zu sein, was auszuleben, das zu machen, was einen selber zufrieden macht oder wo man einfach sagt, okay, da drin gehe ich einfach auf. Und ich glaube, so das sind so die wichtigsten ja, Sachen, wo ich jetzt persönlich für mich bin, dass ich einfach unabhängig vom Sport mit mir im Reinen bin, zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg und bin damit happy und zufrieden und habe ein tolles Umfeld um mich, das mich immer stützt und mit dem ich ja jeden Weg gehen kann. Das sind so, glaube ich, einfach so, ja, meine Prinzipien, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach das, was ich so anstrebe. Liebe Caro, und ganz zum Schluss habe ich dir noch drei User-Fragen mitgebracht. Wir haben ja auf Instagram wieder zu Fragen aufgerufen und habe da drei ganz schöne rausgepickt für dich. Okay. Die erste kommt von Lisa Bu. Ist es mental einfacher, 400 Meter Hürden oder 400 Meter flach zu laufen? Ich würde sagen, mental ist beides anspruchsvoll, weil man irgendwie im Hinterkopf hat, ja, das wird gleich hart, aber das muss man ausblenden. Und deswegen finde ich persönlich mental anspruchsvoller die 400 Meter Hürden, weil man da von jeder Hürde zu der nächsten Hürde eine Aufgabe hat, beziehungsweise flexibel handeln muss oder rennen muss, zu schauen, okay, wie bin ich gerade über die Hürde gekommen, wie bin ich abgesprungen, muss ich ziehen, muss ich einen Schritt verkürzen, muss ich einen Schritt mehr machen. Deswegen würde ich sagen, hat man im 400 Meter Hürdenrennen mehrere Aufgaben von Hürde zu Hürde, was mental anspruchsvoll ist, auch im Rennen. Wenn man das jetzt aber mit 400 Meter flach vergleicht, würde ich sagen, bei 400 Meter flach hat man keine Aufgabe. Und jetzt ist die schwierige Frage, ist das mental wichtiger? Also ist das, ja, ich würde sagen, es ist Spaß. Ich kann mich nicht entscheiden. Also für mich persönlich sage ich jetzt mal, aber weil es ja auch meine Strecke ist, finde ich 400 Meter Hürden einfacher zu laufen, weil ich da Aufgabe für Aufgabe, Hürde für Hürde meistern kann. Und bei 400 Meter flach stehe ich am Start und weiß, okay, ungefähr muss ich so angehen, dann muss ich den und den Schritt machen und irgendwie hinten sterben. und da ist man irgendwie aufgeregt, da habe ich das Gefühl, weil ich bei Hürden weiß ich ganz genau, mit dem und dem Schritt komme ich an die erste, dann mache ich 15er, da ist alles sozusagen ein bisschen vorgegeben. Und deswegen würde ich sagen, beides sind anspruchsvoller in verschiedenen Arten und Weisen. Wenn das jetzt so die Frage beantwortet, ja. Ich denke schon. Ja, doch, doch. Okay. Daran schließt sich auch ganz gut die nächste Frage an. Die kommt nämlich von PVX1A. Woran denkst du, um im Endspurt noch mehr Gas geben zu können? Tatsächlich, in Braunschweig habe ich im Finale an diese 300 zu denken müssen. Da wusste ich einfach, nein, ich möchte nicht mehr so knapp an dieser Linie noch vorbei. Und habe da nochmal alles reingelegt. Und ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, das ist die 10. Hürde, das ist die letzte Hürde. Und jetzt einfach nochmal alles zu geben, weil der Endspurt zählt einfach genauso wie das ganze Hürdenrennen auch. Und kann dann einfach auch entscheidend sein um die Hundertstel etc. Und hängt natürlich auch davon ab, wie ist das Rennen bisher gelaufen, habe ich überhaupt noch Kraft da hinten, aber einfach zu sagen, okay, ich will in dieses Ziel und ich will nochmal alles geben und nochmal Arme mitnehmen und auf nach vorne. Und die letzte Frage kommt von Live Asbjörn. Wie bringst du Referendariat und Leistungssport unter einen Hut? Hast du da konkrete Tipps? In dem Sinn, sich wirklich gut zu strukturieren, am besten einen Plan zu machen, wann mache ich was, wann bin ich in der Schule, wann habe ich Training,
Und ich vor allem im Referendariat nicht nur zu sagen, ach, das sind meine Schulzeiten, sondern auch genügend Zeit einzuplanen für die Vor- und für die Nachbereitung, also für die Schule und für das Seminar. Denn im Referendariat muss man die Stunden schon noch detaillierter planen, wie, sage ich jetzt mal, eine Lehrerin, die seit 40 Jahren im Berufsleben ist. Und das dauert Zeit am Anfang. Und da muss man sich die Zeit auf jeden Fall freischaufeln. Und dann aber gleichzeitig auch zu schauen, wie ich es vorhin angesprochen habe, nicht nur Studium oder nicht nur Lehrerberuf und dann nur noch Sport, sondern dann natürlich auch zu schauen, die Balance zu halten. Wo kann ich mich dann auch noch rausnehmen, zu sagen, okay, jetzt ist hier mal eine Verschnaufpause. Und Tipps für mich auch, finde ich, ich habe am Wochenende halt viel vor- und nachbereitet und habe immer dann die ganze Woche geplant für den Unterricht. So dass ich unter der Woche nicht mehr so viel planen musste und wusste, okay, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann unter der Woche nur noch einzelne Sachen planen musste und dann Zeit fürs Training hatte. Und dann am Wochenende natürlich dann wieder einen Haufen auf- und nacharbeiten musste und dann natürlich auch vorbereiten. Und ganz, ganz arg wichtig im Referendariat, sich eine gute Kollegin zu suchen oder die Parallelkollegin, mit der man oder Kollegin, mit dem man gut arbeiten kann und sich da einfach abstimmen kann und gemeinsam lässt sich besser arbeiten wie alleine. Das war ein schönes Schlusswort, denn das passt ja auch eigentlich zu unserer Sportart ganz gut. Da geht es auch im Team deutlich besser. Ja. Liebe Caro, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.